Servus zu Barbecue aus Franken, eine neue Folge. Wie in der Folge mit den Spare Ribs aus dem Monolith versprochen, machen wir heute mal die Barbecue Soße. Das ist ein relativ einfaches Rezept und was wir dazu alles brauchen, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Rezept der Barbecue Soße ist übrigens aus der Zeitschrift Fire and Food aus der Ausgabe 1 2015. Das Originalrezept ist von Uwe Bender, ist ganz leicht abgewandelt. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen 1 Liter Zero Cola, wir brauchen Ketchup, 800 ml, wir brauchen einen Teelöffel Ingwer, wir brauchen einen Teelöffel Zitronengras, wir brauchen einen halben Teelöffel Zimt, wir brauchen einen halben Teelöffel Currypulver, einen halben Teelöffel Senfpulver, einen Teelöffel Knoblauchpulver, 3 Teelöffel von dem Zwiebelpulver, wir brauchen 2 Teelöffel Worcestersoße oder wie wir Frank gesagt, Worcestersoße, wir brauchen 5 Teelöffel Sojasoße, 3 Esslöffel braunen Zucker und ich mag es ein bisschen rauchig, deswegen habe ich 3 Esslöffel Hickory Liquid Smoke mit rein bei der ganzen Geschichte. Wir brauchen Schneebesen zum Umrühren, einen Topf und wir brauchen natürlich was zum Heißmachen. Und dann brauchen wir ganz wichtig, was Gutes zum Trinken, weil es ist ja Feierraumbeschäftigung und ne, da gehört es einfach dazu. Lass mir die Soße weg, kriegt der Koch. So, und dann fangen wir mal an. So, nachdem der erste Schritt getan ist, das war dann der Schluck vom Feierabendbier, tun wir uns die Cola aufkochen und reduzieren lassen, bis wir so ja, das Ganze etwas dickflüssiger haben. Also ich schätze mal so, übrig bleiben vielleicht noch so von dem Liter 200 ml, wenn es gut ist. Das warten wir jetzt ab. In der Zwischenzeit können wir unser Feierabendbier weiter trinken. Jetzt ist die Cola so richtig schön einreduziert. Wir nehmen mal das Glas ein bisschen weg. Und jetzt kommt als erstes das Ketchup dazu. Dann die gesamten Gewürze. Dann die Worcestersoße. Die Sojasoße. Der braune Zucker, der sich jetzt ein bisschen reingepappt hat, muss rein. Und die Hickory, Liquid Hickory Soße. Das Ganze rühren wir schön durch. Jetzt ist der Topf ziemlich heiß. So, unsere Barbecue Soße ist fertig, alles ist gut verrührt. Wir lassen es jetzt abkühlen und dann füllen wir es um in die vorbereiteten Flaschen oder Gläser, je nachdem, was ihr habt. Ja. Die Barbecue-Sauce hat jetzt die optimale Konsistenz. Probieren wir dann später. Lasst ihr euch wieder dabei sein. So, die Barbecue-Sauce ist fertig. Hat jetzt 2 so Gläser ergeben. Und ein kleines Restler noch. Und das ist übrigens ein ganz tolles Mitbringsel, auch wenn ihr irgendwo zum Barbecue eingeladen seid. Macht euch die Sauce, füllt ein Glas ab, bringt es dem Gastgeber mit. Und ich bin sicher, er wird wieder eingeladen, schon allein wegen der Soße. Ich probiere es auf jeden Fall von der Soße. Mal schauen, ob die was geworden ist überhaupt. Noch ein bisschen was im Topf drin. Das kratzen wir jetzt raus. Und muss man nicht viel dazu sagen. Probiert das Rezept aus. Ist absolut genial. Dann sage ich auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen. Und ich freue mich natürlich über jedes neue Gefällt mir. Und über jeden neuen Abonnent auf YouTube. Babi aus Franken sagt euch noch eine schöne Zeit. Bis die Tage. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Servus.